Ja, Back in Black möchte man sagen. Ein guter alter Rocksong von AC/DC. Hier sind wir allerdings nicht auf dem Rockkonzert, sondern auf der Euroberg in Friedrichshafen. Und am Stand von Simplon, da bin ich fündig geworden, eine Neuigkeit, das Pavo 3 Ultra. Ultra steht in diesem Falle für ultraleicht. Dieser Rahmen, den Sie jetzt hier sehen, matt schwarz, also komplett ohne Lack, auch das dem Leichtbau geschuldet, wiegt maximal 740 Gramm. 740 Gramm bei innen verlegten Zügen, das kriegen andere Hersteller nicht so hin. Beispielsweise der Konus hier vorne, der ist eingemoldet, also auch voll aus Carbon. Und dieser Rahmen, der ein Teil ist, der besteht eigentlich aus zwei Teilen. Es gibt jeweils hier und hier eine Klebestelle, in der der Hinterbau quasi mit dem Rest des Rahmens verbunden wird. Das spricht vor allen Dingen für extreme Steifigkeit und ein enorm niedriges Gewicht. Diese hier ausgestellte Variante mit den Cosmic Vollcarbon-Laufrädern, die wiegt gerade mal 5,75 Gramm. Also für den Profisport eigentlich zu leicht. Die Komponenten, die kennen Sie natürlich. Hier ist die SRAM Red verbaut mit den Simplon eigenen Lenkern, Vorbau und Sattelstützen. Es geht ein bisschen schwerer, je nach Ausstattungsvariante. Ein bisschen schwerer, desto niedriger der Preis. Also das ist immer diese gute alte Waage. Das Pavo 3 gibt es auch lackiert. Und für den, der sagt, so dieser extreme Leichtbau, das ist gar nichts für mich. Ich brauche eher ein Rad, mit dem ich auch Rennen fahren kann. Für den hat Simplon noch was anderes im Angebot. Tja, und da ist es, das angesprochene Profigerät. Das ist das Simplon Arbeitsgerät des Teams NetApp gewesen. Beim Giro d'Italia zum Beispiel hat dieses Fahrrad den Profi-Einsatz geschafft. Das Nexio. Durch viele kleinere Features zeichnet es sich aus und auch eben als Profi-Arbeitsgerät. Man hat hier so eine abgeschnittene Kante. Camtail heißt das. Das ist nötig, weil der Radsport-Weltverband Regularien vorgibt, in denen das Verhältnis zu Tiefe und Breite 3:1 sein muss. Deshalb musste man hier schneiden, ähnlich an der Gabel oder auch hier hinten an den Sitzstreben. Am Sitzrohr führt sich diese Form komplett fort. Auch hier innen verlegte Züge, das ist sehr schön. Und für die Liebhaber von elektronischen Schaltungen, beispielsweise einer Di2 von Shimano, da kann ich ganz gute Neuigkeiten berichten, nämlich der Akku, er ist weg. Der Akku ist in der Sattelstütze verborgen. Man holt ihn raus, da ist ein kleiner Einschub drin und der Akku ist eben verschwunden. Es zeichnet sich aus, natürlich durch Profikriterien wie extreme Steifigkeit und gute Aerodynamik, also ein Fahrrad, mit dem man eher schnell unterwegs ist. Das haben die Profis vom Team NetApp gezeigt und ja, ich würde mich auch am liebsten draufsetzen und schnell losfahren, aber da muss ich leider noch ein bisschen warten, denn die Messe ist noch nicht vorüber.